55 Grad Celsius sind eine Gluthitze. Endlose Sanddünen, soweit das Auge reicht. Sandstürme, die alles verschlingen, was ihnen in den Weg kommt und die das Atmen nahezu unmöglich machen. Für einen ungeschützten Menschen, der in diese Wüste gerät, bedeutet sie unweigerlich den Tod. Nur besondere Fahrzeuge, die speziell für diesen Zweck konstruiert wurden, können unter Wüstenbedingungen bestehen. Fahrzeuge, die für den Einsatz in der Gluthitze der Wüste bestimmt sind, müssen speziell konstruiert werden, um unter den dort herrschenden Bedingungen zu bestehen und Sandstürmen zu widerstehen. Sie müssen außerdem so ausgelegt sein, dass sie mit wenig Brennstoff und geringem Wasserverbrauch lange Strecken zurücklegen können. Die beste Maschine, die derartige Bedingungen widerstehen kann, ist kein mechanisches Fahrzeug, sondern ein Tier. Das Kamel hat den Einwohnern der Wüste durch ihre ganze Geschichte hindurch gute Dienste geleistet und wurde zum Symbol für die Wüste. Die Wüstenhitze ist für andere Geschöpfe tödlich. Außer ein paar Insekten, Reptilien und anderen kleinen Tieren kann kein Lebewesen in ihr überleben. Das einzige große Tier, das dort leben kann, ist das Kamel. Allah hat das Kamel zu dem Zwecke erschaffen, in der Wüste zu leben und der Menschheit zu dienen. Mit der folgenden Sure macht Allah uns auf diese Tatsache aufmerksam. Schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen wurden? Wenn wir uns anschauen, wie das Kamel erschaffen wurde, erkennen wir in jedem einzelnen Detail das Wunder der Schöpfung. In der glühenden Hitze der Wüste ist die Aufnahme von Wasser die wichtigste Herausforderung, aber es ist schwierig, dort Wasser zu finden. Außerdem ist es nahezu unmöglich, in dem endlosen Meer aus Sand etwas zu essen zu finden. Jedes Lebewesen, das dort überleben will, muss deshalb Hunger und Durst widerstehen können. Und siehe, das Kamel wurde erschaffen, um beidem zu widerstehen. Ein Kamel kann bis zu 8 Tage bei Temperaturen von 50 Grad ohne etwas zu essen oder zu trinken überleben. Wenn ein Kamel eine Wasserquelle findet, deponiert es das Wasser. Ein Kamel kann bis zu 1/3 seines eigenen Körpergewichts innerhalb von 10 Minuten trinken. Das entspricht einer Wasseraufnahme von bis zu 130 Litern in einem Zug. Um es widerstandsfähig gegen Hunger zu machen, wurde auf dem Rücken des Kamels ein Nahrungsdepot erschaffen, der charakteristische Höcker. Dort speichert das Kamel nahezu 40 Kilogramm Fett. Mit diesem Nahrungsmittelvorrat kann das Tier tagelang ohne Futter auskommen. Die meiste Nahrung in der Wüste ist trocken und dornig. Das Verdauungssystem des Kamels wurde jedoch so erschaffen, dass es mit diesen harschen Bedingungen fertig wird. Die Zähne und Lippen des Tieres sind so konstruiert, dass das Kamel sogar scharfe Dornen ohne jede Mühe essen kann. Sein Magen, der über eine besondere Struktur verfügt, ist kräftig genug, um nahezu alle Pflanzen der Wüste verdauen zu können. Wüstenstürme treten üblicherweise im Gefolge von Sandstürmen und sehr plötzlich auf. Der scharfe Sand erstickt und blendet Mensch und Tier. Allah hat das Kamel jedoch mit einem besonderen Schutzsystem ausgestattet, das es ihm ermöglicht, diesen harten Bedingungen zu widerstehen.
Die Augenlider des Kamels schützen seine Augen vor Staub und Sandkörnern. Sie sind jedoch gleichzeitig transparent und ermöglichen es dem Tier, auch mit geschlossenen Augen zu sehen. Seine langen, dicken Augenbrauen wurden dazu geschaffen, um zu verhindern, dass Staub in seine Augen gerät. Auch die Nase des Kamels hat ein ganz spezielles Design. Bei einem Sandsturm verschließt das Kamel seine Nasenlöcher mit speziellen Klappen. Im Sand stecken zu bleiben, ist eine der größten Gefahren, die einem Fahrzeug drohen, das durch die Wüste fährt. Für ein Kamel besteht diese Gefahr jedoch nicht. Auch dann nicht, wenn es mit Lasten von Hunderten von Kilogramm beladen ist. Denn die Beine der Kamele wurden speziell für den Einsatz in der Wüste geschaffen. Die breiten Zehen des Tieres verhindern, dass es im Sand versinkt und haben gleiche Funktion wie Schneeschuhe. Die langen Beine des Kamels sorgen für die erforderliche Distanz des Körpers vom heißen Wüstenboden. Sein Körper ist bedeckt mit einem dicken und harten Pelz. Er schützt das Tier vor den brennenden Strahlen der Sonne und vor der Kälte der Wüste nach Sonnenuntergang. Einige Teile seines Körpers sind mit einer dicken Schutzschicht aus Haut bedeckt. Diese besondere Schutzschicht befindet sich an solchen Körperstellen, mit denen das Kamel in Berührung kommt, wenn es sich auf den glühenden Boden setzt. Dadurch vermeidet das Tier Verbrennungen. Bei dieser Schutzschicht handelt es sich nicht um Schwielen, die sich im Laufe der Zeit herausbilden. Das Kamel wird mit ihnen geboren. Dieses besondere Merkmal unterstreicht die Vollkommenheit der Schöpfung des Kamels. Führen wir uns noch einmal die Eigenschaften des Kamels vor Augen, die wir hier betrachtet haben. Ein spezielles System, das es dem Tier ermöglicht, dem Durst zu widerstehen. Die Höcker, die es ihm erlauben, für längere Zeit ohne Nahrung auszukommen. Die Struktur seiner Hufe, mit denen es durch die Wüste streiten kann, ohne im Sand zu versinken. Die transparenten Augenlider und die Augenbrauen, die seine Augen vor dem Sand beschützen. Seine Nase mit der besonderen Vorrichtung zum Schutz vor Sandstürmen. Die Struktur seines Mauls, seiner Lippen und Zähne, mit denen es Dornen und Wüstenpflanzen fressen kann. Sein Verdauungssystem, das ihm ermöglicht, nahezu alles zu verdauen. Die besonderen Schwielen, die seine Haut vor dem brennenden Sand schützen. Der spezielle Pelz, der es sowohl vor der Hitze als auch vor der Kälte schützt. Keine dieser Eigenschaften kann mit der Logik der Evolutionstheorie erklärt werden. Diese und andere Eigenschaften offenbaren eine offensichtliche Wahrheit. Das Kamel wurde speziell von Allah erschaffen, um in der Wüste zu leben und den Menschen dort zu dienen. In diesem Film haben wir eine Reise unternommen von den Tiefen des Ozeans zu den glühenden Wüsten und dem Regenwald des Amazonas. Die Geschöpfe, denen wir auf unserer Reise begegnet sind, ließen uns zu Zeugen einer wichtigen Tatsache werden. Die Macht Allahs und die Pracht seiner Schöpfung sind überall auf der Erde offensichtlich und seine Weisheit ist allumfassend. In der folgenden Sura offenbart Allah uns dies. Euer Gott ist fürwahr Allah, außer dem es keinen Gott gibt. Er umfasst alle Dinge mit seinem Wissen.
Dieser Film basiert auf dem Buch Für denkende Menschen von Harun Yahya.